Hi und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Guild Wars 2. Wir haben dieses Lager jetzt fast fertig. Es fehlt noch ein NPC, den möchten wir natürlich auch vorlesen. Zwei sogar. Unsere Treibstoffvorräte sind hier draußen arg begrenzt. Tut mir also den Gefallen und verschüttet ihn nicht. Okay. Was wollt ihr? Fasst nicht alles an und achtet darauf, wo ihr hintretet. Einen der noch mehr wandelnden Leiche anzieht, können wir hier absolut nicht gebrauchen. Okay. Tschüssi. So. Ich geh kurz da rein. Ich gehe da kurz rein. Asap Quabar, das königliche Gemach, entdeckt. So, warte mal. Das Tor ist verschlossen, mein Gott. So. Das stört uns nicht. Wir gehen einfach hier lang. Und dann... Geliebter Held, Krieger, Beschützer, ist eure sterbliche Hülle auch besiegt, solange man sie eurer erinnert. Werdet auf ewig als König ihr regieren, mit diesem Ort der Macht in Verbindung treten. Und diesen Ort kennen wir doch, oder nicht? Er sieht zumindest bekannt aus, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht, warte, ich bin verwirrt. Wann? Also. Ne? Egal. Vergiss, was ich gesagt habe. So. Gut. Dann. Gehe ich mal kurz dann auf. Und. Hol mir das Themathöhe. Und, dann. Gehen wir hier hin. Und dann gehen wir von hinten rein. Also hoch. Wo es so regnet. Ich mag Regen, habe ich das schon mal gesagt. Wenn ich mich für ein Wetter aussuchen, entscheiden könnte, was dauerhaft ist, ob dauerhaft Sonne wäre, also... So hitzige Sonne, Nacht, Schnee oder sowas. Nee, Nacht ist kein Wetter, ich bin dumm. aber dauerhaft irgendwie es heiß ist, so. Wo komme ich denn hier hoch? Ob's dauerhaft heiß ist, kalt ist, also Schnee, oder ob's regnet oder so, dann würde ich mich für Schnee oder Regen entscheiden. Ich liebe Schnee und ich liebe Regen. Was ich aber an Schnee mega widerlich finde, ist, wenn ich draußen rumlaufe und das so Matschregen Schnee ist. Also so, da sind schon 50.000 Leute drauf rumgetrampelt. Der Schnee ist einfach nur noch Matschepampe. Das finde ich eklig. Ich mag so richtig schön Schnee. Ich hätte gerne mal wieder weiße Weihnachten. Es hat vor Weihnachten hat es ein bisschen geregnet gehabt. Geregnet, geschneit meine ich. Und dann habe ich mich übelst gefreut, weil ich echt gedacht habe, dass es an Weihnachten schneien könnte. Aber nein, der Schnee ist nach 3 Tagen wieder geschmolzen. Das ist sehr traurig gewesen. Ich bin gespannt, ob es an meinen Geburtstag schneit. Ich habe ja am 28.01. Geburtstag. Da bin ich sehr gespannt, ob es da schneit, weil ich glaube, letztes Jahr hat es an meinem Geburtstag geschneit. Das fand ich sehr, sehr toll, weil ich Schnee, wie gesagt, liebe. Merkwürdigerweise sind die Vorräte in dieser Truhe von der äußeren Verderbnis verschont geblieben. Gegenstände nehmen. Versunkene Ration. Okay. Ich weiß nicht, ob das lecker ist, aber herzlichen Glückwunsch. So, da gehen wir später rein. Wir machen einmal noch so ein Rum-Dings. Dann laufen wir einmal so rum. Das meiste haben wir an sich ja eh schon erkundet, aber... das ist zersprungen. Aber wir machen das trotzdem einfach mal. So, ja. Dann gehen wir hier drüben hin. Das ist Gott sei Dank gerade nicht gekappt, sonst wäre das echt ekelhaft, das hier zu machen.
So, ich baue mal ganz kurz das Holz hier ab. So. Okay. Am Fuße der Statue spürt ihr immer noch die Überreste einer großen Macht. Das hatten wir bei der Statue von, wie heißt er, Balthasar auch. Genau den gleichen Text. So. Dieses magische Leuchtfeuer war einst ein Leuchtturm, der die Schiffe in den Hafen Arras geleitete. Die glühende Säule wird immer noch von Energie durchströmt. Das ist aber ein cooler Leuchtturm. Das ist ein hübscher Leuchtturm. Das ist kein normaler Leuchtturm. Der sieht voll hübsch aus. So, so, dann gehen wir einmal hier rein. Einmal hier rein. So, okay. Und dann will ich einmal kurz hier hin, dann können wir kurz mit denen hier reden. Es ist schmerzhaft, die Energie der Fackel anzuzapfen, aber der Schutz der Pakttruppen ist es wert. Ich schirme den Ladebereich ab, während die Taktikerin Futi und den Luftraum freihält. Was ist so besonders an jedem Tempel, dass der Pakt ihn einnehmen will? Saitan steuert alle Grenz-Statuen im ganz Ohr mit Hilfe der Kathedrale der Stille. Wir müssen den Tempel unbedingt reinigen. Wie will der Pakt das anstellen? Hüter Jonas Totenlauf wird einen Angriff auf den Tempel leiten und Futi schießt mit einer Kanone die riesigen Klauen ab, die unsere Luftschiffe bedrohen. Jeder von beiden könnte Hilfe gebrauchen. Hoffen wir mal, dass alles gut geht. So. Hier sind sehr viele Paktleute. Und hier in die Kathedrale der Stille wollen die also rein. Oder sind sie schon drin? So, das ist reichhaltiges Mithril, das ignoriere ich, aber verschüttetes Archiv. So. Es sieht schon aus, als wären die hier drin. Okay. So. Dann ein Tribut an den Gott des Todes und des Eises. Brocken verfaulten Fleisches säumen den Sockel des Monuments. Opfergaben menschlicher Nekromanten dargeboten in der Hoffnung, von der Gottheit Kräfte zu erhalten. Haltet mit diesem Ort der Macht Zwiebelspalt. Das klingt ekelhaft und ich wäre hier echt nicht gerne da. Ich glaube, das würde sehr ekelhaft stinken. Ihr seht euch nur genau um. Was ihr hier sehen könnt, ist mehr als 200 Jahre lang niemand gesehen. Zumindest kein lebendes Wesen. Huch, da habe ich mich verschluckt. Und nicht so, wie es jetzt aussieht. Wo sind wir hier? Das hier ist der legendäre Altar der ermordeten Träume. Er hat 250 Jahre lang unter Wasser gelegen. Daher all die Muscheln, der feuchte Geruch und die allgemeine Unordnung. Wozu wurde er normalerweise verwendet? Das hier war ein Tempel der orianischen Todesgottes Grenth, bevor er zusammen mit den übrigen Kontinenten auf dem Boden des Meeres des Leids sank. Wer kam hierher? Ritualisten, Elementarmagier des Wassers, Assassinen, Nekromanten, alle solchen Leute versammelten sich hier und führten ihre Rituale zu Ehren ihres Gottes durch. Eine wilde Haufen, aber sehr ergeben. Was wird mit diesem Ort geschehen, nun da er gereinigt ist? Vermutlich wird er für
seinen ursprünglichen Zweck wiederhergerichtet. Grant hat noch immer Anhänger. Außerdem, wofür wäre die Anlage sonst gut? Wer will schon in einem offiziellen Tempel eines Todes und Eisgottes wohnen? Altar der ermordeten Träume. Ist das nicht ein etwas düsterer Name? Grant's Tempel trägt normalerweise düstere Namen, aber Tempel einer Todesgottes kann man wohl schlecht nach Blümchen und Häschen benennen. Die Architektur wirkt ebenfalls düster. Hilft den Nekromanten zu entspannen und ihre Rituale zu genießen. Vielen Dank, aber ich stöbere mal auf eigene Faust etwas rum. So. Hier gibt es aber eine Menge Knochen. Vielleicht sollte ich mir eine Schädelsammlung zulegen. Meint ihr, die könnte man verkaufen? Seid ihr deswegen hierher gekommen? Nein, ich habe viel Wichtigeres zu tun. Ich hatte hier ein arkanes Symbol intakt, das die Welt retten wird. Ich muss es funktionstüchtig erhalten, aber mir wird dabei langweilig und meine Konzentration lässt nach. Was tut dieses Symbol? Als ich es auslöste, was keine leichte Sache war, dann durchtrennte ich damit die Verbindung zwischen diesem Tempel und all den Grand-Statuen in ganz Ohr. Oh, und das Ritual sollte auch die Auferstandenen von hier fernhalten. Was war noch einmal die Verbindung zwischen diesem Tempel und den anderen Statuen des Grants? Saitan benutzte seinen auferstandenen Priester in diesem Tempel, um Grant-Statuen in ganz Ohr unseren Truppen angreifen zu lassen. Das hier war das Hauptquartier des Priesters. Hört sich ganz danach an, als wärt ihr hier gute hättet ihr hier gute Arbeit geleistet, Soldat. Okay. Da darf ich nicht gucken. Gibt es da hinten was? Sieht nicht so aus. Wie komme ich denn da rein? Sieht so aus als gar nicht. Okay. Dann halt nicht, ne? Ihr wurdet zur Herrschaftsbereich von Grant transportiert. Verderbnis wächst schneller an, aber ihr könnt die Schatten angreifen. Okay. Cool. Gut, dann haben wir drin auch schon alles erledigt. Ich hätte zwar gern das Event mitgemacht, aber leider ist das schon fertig, das Event. Darum gehen wir einfach mal weiter gucken, was es hier drüben gibt. So. Dann mag ich einmal den Schweberochen haben, beziehungsweise mein Vögelchen. Da drüben gibt es noch was, aber komm, wir machen das kurz. Wenn ich diesen Elternteil umtauschen könnte, würde ich das. Ich stehe im Begriff, einer komplexen Arie magischer Resonanzen zu wirken. Ich schlage vor, ihr bleibt so lange bei meiner Tochter Pixie, bis sich der Staub wieder gelegt hat. Hallo Pixie, ich bin ganz eindeutig adoptiert. Nein? Nein, ihr seht fast gleich aus, aber okay. Das abgedrehte X da hinten. Das behauptet mein Vater zu sein. Es müsste diese Kanone ja modifizieren. Was ist denn hier los? Mein seniles Supergenie hat die Zielvorrichtung mit einem magohäsionellen Zauber belegt. What? Nun schießt sie auf alles, was ihr vor den Lauf kommt. Ich habe mir den Knöchel verletzt. Könntet ihr hingehen und sie ausschalten? Ich werde es versuchen. Wo ist der Ausknopf? Ich kann das Ding nicht abstellen. Ich bin blind. Okay. Was? Und rein. Wie man diesen dämlichen Klotz bedient. Gut gemacht. Okay. Menge komischer Sucher. Gut.
Auch wenn ich nicht verstehe, warum die adoptiert sein soll, weil sie gleich aussieht wie ihr Papa, nur die Augen sind ein bisschen anders, aber die können ja auch von der Mutter sein. Aber okay, ich akzeptiere. Gut. Das sieht mega cool aus. Das sieht irgendwie aus wie so eine Krabbe und die ist so tot und so. You know what I mean? Ich nicht. So, hoch mit dir. So. Das was tot ist. Und dann einmal Panorama genießen. Ein wunderschönes Schiff. So. Ich trinke mal ganz kurz eben was. So, okay. Dann gehen wir hier runter. Das bringt nichts, da oben lang zu gehen. Da gibt es nur eine Kiste, die interessiert mich aber nicht. Mich interessiert eher das da unten. So, die Koralle möchte ich mitnehmen. So. Und das Ei wurde scheinbar aus seinem Versteck im Schiff gestoßen. Es scheint verwaist zu sein. Das Ei berühren. Auferstandene Schildkröte. Das ging doch flott. Und dann gehen wir mal darüber. So. Und dann gucken wir mal, was hier ist. Einmal hier. Und da ist ein Captain. Hallo, dieser Ort ist verflucht, Fremde. Befolgt meinen Rat und ihr segelt weiter. Es ist nicht gut, hier zu verweilen. Wer seid ihr? Captain Romke, Seefahrer, Entdecker und Abenteurer. Als Ohr aus dem Meer stieg, lief unser Schiff hier auf Grund. Seither sind unsere Geister hier gefangen. Verschwindet, solange ihr es noch könnt, damit ihr nicht das gleiche Schicksal erleidet. Fasst euch ein Herz, Satan wird besiegt werden. Ihr werdet wieder frei sein. Oh, Reisende! Satan sollte mich fürchten, nicht ich ihn. Okay, der hat keine Lust, mit mir zu reden. Fahrt weiter, mein Freund. Werdet nicht zu einem weiteren Seefahrer, der nie aus Ort zurückkehrt. Die Skalden singen Lieder über uns. Und all diese Lieder sind traurig. Tut mir leid, das zu hören. Mögen die Geister der Wildnis eure Flehen erhören und euch Frieden gewähren. Ohr ist kein Land für die Lebenden, nicht mehr. Ihr habt euch etwas Ruhe verdient. Möge euch die Geister der Wildnis zu eurem Lohn führen. Ohr ist ein gefährliches Land. Seid ihr sicher, dass ihr hier verweilen möchtet? Die meisten, jene, die hier verweilen, kamen niemals zurück. Ich bin anders. Ich freue mich schon darauf, alle Herausforderungen zu bestehen, die sich mir hier bieten. Wir sind sehr optimistisch.
finde ich. Warte mal. Da drüben ist noch was. Das habe ich irgendwie nicht mitgenommen, warum auch immer. Wrack der Searimnir. Mega komischer Name. Aber okay. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Ich mache jetzt das Event, weil das gerade da ist. Das würde ich echt gerne machen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und bye bye.